So, liebe Leute, herzlich willkommen mal wieder zu den Bauforum 24 Werkzeug-News. Unser Geschenke-Special geht in die dritte Runde. Wir haben euch ja bereits Geschenktipps bis 20 Euro gezeigt, dann auch bis 50 Euro. Und heute sind wir bei 100 Euro. Für die kleineren Budgets müsst ihr dann eben nochmal in die Playlist da oben schauen. Da mache ich nämlich eine extra Playlist nochmal für die Geschenktipps auf. Wir haben uns gedacht, wir machen noch eine 200er Folge, also bis 200 Euro. Und dann geben wir quasi Feuer frei. Da lassen wir dann die Hosen runter. Denn wir haben da so einiges am Start, zum Beispiel die stärkste Taschenlampe der Welt, auch so ein bisschen Männerspielzeug, Betonung auf Spielzeug. Generell vielleicht vorab nochmal zu sagen, dass wir uns riesig gefreut haben über das zahlreiche Feedback. Ihr habt so schöne Kommentare uns geschrieben, dass euch das Format gut gefällt. Und es gab aber so ein paar kritische Stimmen, die haben gesagt, ich will Andres Werkzeugkoffer sehen. Und dann gab es schon Verschwörungstheorien, dass dieser Werkzeugkoffer vielleicht gar nicht existiert. Okay. Oder vielleicht auch begehbar ist. Und hier ist er, der berühmte André Gedächtnis Werkzeugkoffer. Es ist ein Knipex mit Zahlenschloss und da geht eine Menge rein, wie ihr seht. Das ist dann auch quasi unser erster Geschenktipp zwischen 50 und 100 Euro. Den Koffer haben wir zuletzt in der freien Wildbahn für 95 Euro gesehen. Link wie immer unten in der Beschreibung. Und ja, was habe ich da drin? Eine Menge. Ich mache aber nochmal ein Special, wie er in der Basiskonfiguration aussieht. Und das ist eben so eine Sache. Ich habe hier eine Basisausrüstung, aber dann gucke ich schon immer, was ich gerade nochmal extra brauche, weil ein Lötkolben brauche ich nicht jedes Mal. Nö. Aber zum Beispiel einen kleinen Akkuschrauber habe ich hier manchmal auch noch drin. Aber wenn du den kleinen Bosch GSR 12 Volt hier drin hast, dann hast du in der Regel noch Ladegerät dabei. Macht weil Sinn. Wenn du irgendwo unterwegs bist, geht der Akku leer auch blöd und dann wird das Ding relativ knapp. Generell finde ich den Knipex-Koffer wirklich empfehlenswert. Er ist nicht perfekt, würde ich sagen, weil er verwindet sich hier manchmal so ein bisschen an diesem Alurahmen. Aber ich habe den sicherlich schon so 5-6 Jahre locker und ja, ist natürlich bei mir jetzt nicht gewerblich im Einsatz. Dann sehen die Dinger noch relativ abgerockt aus. Aber Preis-Leistung finde ich passt und es gibt den auch in verschiedenen Schloss-Variationen. Ich habe mich hier fürs Zahlenschloss entschieden, weil ich nicht nur mit Schlüsseln hier hantieren will. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal das Mysterium meines Werkzeugkoffers gelüftet. Und was hier gerade nicht drin war, ist nämlich dein Part jetzt. Genau, hier die Joker-Schlüssel, den Vierersatz, den habe ich privat auch. Und ja, der fehlt jetzt bei dir und hier haben wir eigentlich alle gängigen Größen. Damit kannst du echt schon viel machen. Du hast einmal 19, 17, 13 und 10 und das einmal als Maul und auf der anderen Seite noch als Ratschenschlüssel. Und ja, damit kommst du eigentlich so im Haushalt schon sehr, sehr gut zurecht. Ja. Und das Set liegt dann auch so bei 65 Euro, also auch in dem schönen Case, was Vera ja eigentlich immer macht, dass ja immer noch so schöne Falttaschen dazugeben. Von daher wunderbar. Ja. Und das gehört auch in jeden Werkzeugkasten. Und man freut sich halt auch, wenn man sagt, okay, jetzt 65 Euro für vier Schlüssel. Kann vielleicht happig sein, aber jedes Mal, ob ich die jetzt zu Hause in der Hand nehme oder die von uns, ich freue mich halt immer, wenn ich mit dem Finger hier drüber fahre. Ja. Immer. Ich freue mich einfach. Vera hat ja auch diesen charakteristischen Kraftformhandgriff, nenne ich das, der so ein bisschen so die Ergonomie der Hand gut abbilden soll. Vielleicht nochmal zur Funktionsweise. Du hast hier so eine Platte angeschraubt und du hast zwei Funktionen. Zum einen hast du hier, wenn du über diese Platte, die Mutter greifst, wirklich einen Sechskant. Das heißt, du hast hier maximale Momente, die du übertragen kannst. Da gibt es ja auch Fälle, wo du vielleicht die Mutter irgendwo hinführen musst, wo du schlecht rankommst. Da muss ich ja die Mutter mit der anderen Hand irgendwie führen. Jetzt hast du aber hier bei diesem Blech einen Überstand. Und wenn du die Mutter jetzt in einer bestimmten Position reinlegst, dann wird die quasi hier gehalten. Und jetzt kann ich die aufsetzen und ein bisschen leichter aufdrehen. Und andererseits habe ich hier die feinere Zahnung, denn normalerweise ist ja eben hier normal Sechskant. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn ich den Schlüssel von oben setze, dass ich auch in kleineren Winkeln die Mutter nachsetzen kann. Und auf der anderen Seite hast du eben den Ratschenschlüssel hier, Ring, und die Laufrichtung änderst du einfach, indem du das Ding umdrehst. Ja. Wer meint, er müsste hier ein Upgrade haben, der liegt dann hier bei diesem Ratschenschlüssel von Vera. Da ist die eine Seite geköpft und du hast hier einen Umschalter. So, das ist aber natürlich eine andere Preisklasse. Da liegt das komplette Kit irgendwie so schon um die 200 Euro. Zeigen wir euch dann im nächsten Teil. Dann gucken wir mal direkt in meinem Umfeld hier. Habe ich eine petrolblaue Auswahl an schönen Geräten.
nämlich von Makita. Ihr kennt Makita von den Baustellenradios, die hatten wir euch auch schon mal in einem Test gezeigt, verlinke ich gerade mal oben, das ist schon uralt. Und wir haben einfach mal geguckt, was klingt am besten auf der Baustelle. Unser Sieger war damals das DeWalt Radio, nach wie vor haben wir das auch hier in der Werkstatt und klar, es klingt sehr schön. Die Makita-Radios klingen aus meiner Sicht nicht wirklich so doll. Die machen zwar ein bisschen Lärm, aber wenn du das mal mit einem richtig guten Radio vergleichst, merkst du den Unterschied. Wir haben hier das DMR 110. Wir verlinken euch aber auch das Einstiegsmodell und das liegt dann so bereits ab 80 Euro, hat aber nur ein Radio und es hat ein Aux-In. Ja. Das heißt, du kannst Player, dein Handy oder so über eine Klinke anschließen. Oder auch ein Bluetooth-Empfänger, das wäre auch nochmal ein Tipp, die kosten so 15 Euro, kannst du über Klinke dann an das Radio dran machen und dann kannst du dich mit Bluetooth mit deinem Handy verbinden. Verlinke ich mal direkt unter das Radio so ein Teil. Und damals habe ich in dem Radiotest eigentlich bemängelt, dass es kein Makita Baustellenradio gab, was DAB und Bluetooth gleichzeitig hat. Das soll man kaum glauben. Und seit kurzer Zeit gibt es da ein neues. Das liegt aber schon so in Richtung 200 Euro. Das zeigen wir euch dann im nächsten Teil. Wer aber jetzt so unter 100 Euro bleiben will und auch schön Bluetooth haben will, vielleicht gar kein Radio, dem sei dieses Gerät ihr ans Herz gelegt. Das ist quasi eine Bluetooth-Box. IP64 ist also Staub- und Spritzwasser geschützt. Hat noch eine Reihe von Eingängen, zum Beispiel USB, Aux-In sowieso. Netzteil kannst du anschließen. Klar, wenn der Akku mal leer ist. Und was noch ganz nett ist, du kannst dein Handy hier reinstecken. Selbst mein großes Huawei P30 Pro passt da rein. Da machst du die Klappe zu. Es sind hier aber noch Lüftungsschlitze, dass das Handy auch nicht zu warm wird. Und du hast halt hier noch den Kabeldurchlass, ne? Also kannst auch das Kabel, also wenn du zum Beispiel mit Aux jetzt hörst, ja, kannst du natürlich das Handy hier rein, das ist geschützt. Und hier läuft das Kabel durch, dann vorne halt in den Aux, in die Klinke rein. Und du kannst damit auch dein Handy laden, was sehr schön ist. Du hast hier einen USB-Ausgang mit 5 Volt und 2,1 Ampere. Also normalerweise kannst du damit jedes Handy laden, vielleicht nicht schnell laden. Aber das finde ich ganz praktisch, ganz gängig. Ja, ich finde halt, das mit dem Fach finde ich ja sehr, sehr gut, dass sie das auch mitgemacht haben. Weil sonst liegt das Handy eben oben drauf und dann stolpert mal irgendeiner gegen das Radio, dann fällt das Handy runter und dann, wenn das Handy aus 1 Meter fällt, ist das nie kaputt. Fällt es aber von 20 cm irgendwo runter, ist das immer kaputt. So, und akkumäßig bist du hier sehr universell unterwegs. Du kannst nämlich 10,8, 12 Volt, 14,4 und 18 Volt dran machen. Makita hat ja dann zwei Formfaktoren, wie die meisten Hersteller. Ja, oder wie eigentlich alle Hersteller. Aber bei 10, 8 oder 12 Volt sind es nur diese Akkus, also nicht die Stabakkus, die es ja auch bei Makita noch gibt. Und natürlich ist entsprechend der Kapazität der Akkus die Laufzeit eben mal mehr, mal weniger. Und dann gibt es noch den kleinen Lifehack, natürlich ohne Gewehr, denn wenn du jetzt einen Bosch-Akku hast, das ist schon mal dem Radio so, dann kannst du diesen Bosch 18 Volt Akku wunderbar hier reinmachen und kannst jetzt das Gerät auch in Betrieb nehmen. Das funktioniert. Was leider jetzt nicht funktioniert, ist der Deckel geht nicht mehr zu. Aber bevor du, sag ich mal, den Arbeitstag ohne Musik rumkriegen musst, das natürlich ohne Gewehr und auch nicht wirklich ernst gemeint, weil das hast du natürlich, wenn du ein Makita-System hast. Akkus kannst du hiermit nicht laden, das ist kein Ladegerät. Schon mal ein kleiner Hinweis für die Zukunft. Wir haben diese Kollegen mal getestet auf Lautstärke und haben die verglichen. Das Video wird, denke ich mal, so im Frühjahr kommen. Wir haben unter 100 Euro bezahlt, müsst ihr mal gucken. Und ja, macht sich ganz gut auf der Baustelle, ist vielleicht für euch die bessere Alternative. Müsst ihr mal reinschreiben, ob ihr mit Bluetooth-Boxen vielleicht auch schon genauso gut unterwegs seid oder doch ein Radio haben müsst oder wollt. War das Geschätzte von Makita, und zwar die mobile Kaffeemaschine. Hast du ja auch mal sehr, sehr starkes Auge gefasst für deine Motorradtouren. ist das ähnliche Prinzip, wenn wir einmal 18 Volt Akkus nehmen und dann die 14 Volt Akkus können wir benutzen. Ja, du hast hier oben halt deinen Wassertank, passt genau für eine Tasse. Ja. Kannst halt einmal Filterkaffee nehmen oder auch mit Tabs. Und ja, dann kannst du ja mal zwischendurch einen Kaffee ziehen. Ja. Man muss dazu sagen, dass auch so ein kleiner Akku, der wird komplett leer gezogen. Also ein Akku, ein Kaffee. Bei den größeren sieht es da schon ein bisschen anders aus, aber ja, für den Kaffee zwischendurch mal oder für die Belohnung zwischendurch, wenn man einen guten, eine gute Arbeit gerade geleistet hat, ist das eine feine Sache. Übrigens, Makita wird ja auch demnächst ein neues Akkusystem rausbringen. Mhm. Ich habe gehört, Makita macht dann auch mit 40 Volt irgendwas. Okay. Also akkumäßig wird es nächstes Jahr wirklich noch interessant werden. Wie gesagt, wir sind ja jetzt bei den Geschenktipps um 100 Euro oder bis 100 Euro. Hier sind wir so ein
bisschen drüber. Ich habe jetzt gerade geguckt, 106 Euro. Ich habe ihn aber auch schon mal nicht für 98 mal gesehen. Das ist ein Warhammer 18 Volt. Wir reden natürlich jetzt hier gerade vom Solo-Gerät, genau, also richtig, ohne Akku. Aber das Gerät macht echt einen schönen Job. Und wir haben auch hier mit dem Gerät schon einen Dogfight gemacht. Ich weiß nicht, gegen den Bosch oder gegen einen Einhell. Ich weiß es nicht mehr. Die Dame ja auch 1,2 Joule. Ich glaube, das haben wir dann auch irgendwie gleichgesetzt. Auch mit, entweder vielleicht sogar mit dem Milwaukee 12 Volt. Irgendwie sowas haben wir immer so ein kleines Tool gemacht. Ja. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Maschine, die ist handlich, auch gar nicht so groß und 1,2 Joule, auch wunderbar für das Dübeln. Jetzt vielleicht nicht immer was für ein Dauerbetrieb, wenn du jetzt weißt, okay, ich muss 500 Löcher am Tag dübeln oder ich dübel jeden Tag 500 Löcher, dann nicht. Und er ist reichlich gummiert. Der ist reichlich gummiert, genau. Im ersten Teil unserer Geschenktipps bis 20 Euro haben wir euch das Spartan gezeigt, dann im 50-Euro-Teil haben wir euch das Huntsman gezeigt. Und jetzt können wir mal ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen. Wir haben nämlich jetzt bis 100 Euro diesen Kandidaten hier in einem schönen, dezenten Schwarz. Finde ich eigentlich ganz cool. Wobei in unserem Messer-Special haben wir euch ja alle möglichen Messer gezeigt, bis Ultimo. Bis Ultimo, ja. Du, hier hast du viele schöne Sachen, die Freude machen. Ja, klar. Kombizange, Schere, Eisensäge, Pfeile. Große Klinge, kleine Klinge. Genau. Philips-Schraubendreher. Ja, genau. Und eine Lupe. Eine Lupe. Und einen Kugelschreiber. Preislich bist du wo unterwegs? Bei 70 Euro. Das ist ja das Swiss Champ in Schwarz und dann bist du bei 70 Euro bist du dabei. Ja. Was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass die Griffschalen sehr schnell verkratzen. Ja, ne? Gut. Und ja, ist vielleicht Patina. Dann haben wir hier noch einen Kandidaten, der ist dir sehr ans Herz gewachsen. Ja, aber auch den Zuschauern, das wurde ja auch in den Kommentaren, haben das ja auch viele geschrieben, dass sie es immer dabei haben. Und ja, das ist das Rescue Tool, das gibt es für 60, 65 Euro. Und ja, ist halt besonders ausgelegt ja, für Rettungskräfte. Man hat eine Glassäge, einen Gurtschneider, du hast den großen Kapselhebel, wo du auch mit hebeln kannst. Das Ganze leuchtet natürlich dann auch noch im Dunkeln. Du hast den Scheibenzertrümmer, den du auch mal wieder wechseln kannst. Ja. Und ja, das Ganze dann auch in so einem Nylon-Case. Feine Sache. Dann ein besonderer Geschenktipp, eine Limited Edition von dem Ranger 55 von Victorinox. Die Ranger-Serie ist ja im Prinzip ein altes Wenger-Modell, sehr schön, etwas größer, gummierte. Ja, ja, ich mache das schon gar nicht mehr bald sagen, weil, nee, dann, weil die Zuschauer uns jetzt immer aufziehen, wenn wir das sagen. Aber es ist ja nun mal gummiert, was soll man sagen? Ja, das ist auch, man merkt es auch direkt und das fühlt sich einfach besser an. Die Kordel hast du jetzt nicht dran. Das ist nämlich eine Camouflage, eine Paracord-Kordel im Camouflage-Look. Und du hast hier einen Dosenöffner. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wie man mit einem Dosenöffner umgeht, dann verlinke ich euch gerade nochmal das Video, wie wir mit Akkuschraubern kochen und wie ich Laser zeige, wie man eine Dose öffnet. Ne? Ist eine limitierte Edition. Ich glaube, 10.000 Stück gibt es davon nur und liegt irgendwie so um 70 Euro, 80 Euro. Genau, das normale Ranger Grip, das haben wir auch mal gezeigt, war ja einfach rot und dann mit der schwarzen Gummierung, das lag dann bei 55. Und dann gibt es das Ganze ja nochmal als Holzversion und da liegst du dann auch irgendwie bei 65 Euro. Aber dann hast du auch eine schöne Griffschale aus Holz. Damals war es, glaube ich, aus Walnuss. Holzgriff ist natürlich schön, aber das Hunter Pro hatten wir euch auch schon gezeigt, in der Alox-Version Limited quasi, in diesem Rot. Wunderschönes Messer. Es ist das größte Messer von Victorinox, das größte Taschenmesser auf jeden Fall. Und das legen wir euch auch wärmstens ans Herz. Ich glaube, da freut sich jeder. Ich würde sagen, Leser, was ist mit dir? Du kannst doch nochmal Multitools erwähnen. Multitools, ja genau. Da hatten wir auch unseren großen Test. Und ja, unser beider Testsieger war ja das Victorinox. Das gibt es halt auch als Solo, auch schon für unter 100 Euro. Ja, für das, was man so im Alltag erleben kann oder was man begegnet, ist das super. Du kannst halt auch wirklich gut Muttern damit greifen, packen. Du kannst halt auch Drähte schneiden, auch einen harten Draht schneiden. Du hast deine Klinge noch dabei. Und was auch hier wieder ist, das ist halt auch konform zum Mitführen. Ne? Bei Laserman ist ja häufig so, dass du von außen halt auch die Klinge noch öffnen kannst, nur mit den Daumen. Und das ist das hier halt nicht. Du musst halt wie hier auch wieder im zweiten Betrieb aber ganz normal deine Klinge rausnehmen. Und das ist halt von der Ergonomie hier halt auch nochmal ganz anders. Also man sieht halt auch, dass es halt so ein bisschen abgerundet ist. Und ja, also einmal hier ist es abgerundet, aber die Kanten sind ja auch nochmal abgerundet. Für die Kameraleute haben wir immer noch die Version in dem Lederholzer mit Ratsche da noch dabei. Aber es gibt auch Solo für unter 100 Euro, also nur das nackte Multitool. Und ja. Es gibt auch verschiedene Taschen. Ne? Also es gibt die Nylon-Holster, dann gibt es die Ledertaschen, dann eben das Plus, die Plus-Edition, dann die Plus-Version mit der Ratsche. Genial. Aber dann bist du in jedem Fall über 100 Euro. Wir verlinken euch mal beide Versionen unter dem Video. Und was ich interessant fand, unter unserem Multitool-Test haben auch viele von euch geschrieben, dass sie genau unserer Meinung sind und auch das Swiss-Tool wirklich toll finden. Ja. Es gibt auch noch eine größere Version.
können wir euch auch nochmal verlinken. Aber in dem nächsten Teil zeigen wir euch nochmal die große Version mit der kompletten Ratsche. Dann erinnere ich nochmal an unser Black Friday Special. Und da haben sich einige beschwert, dass das eine Bosch-Werbesendung war. Das fand ich eigentlich lustig, weil wir haben es wirklich gesagt, Leute, es gibt fast nur Bosch Blau im Black Friday. Und trotzdem gab es einige Kommentare, die bemängelt haben, dass es ja Bosch-lastig ist. Aber wie gesagt, es gab quasi nichts anders. Also Elektrowerkzeugen gab es nur das und das. Also für gute Sachen. Ja, klar. Ich glaube so noch ein D-Volt, aber das war halt dann auch nicht attraktiv und ich habe mir wirklich die Dinger angeguckt und dann gab es ja auch noch Hinweise von euch. Einer sagte zum Beispiel, die GKS 190 fehlt. Die GKS 190 ist eine blaue Bosch-Handkreissäge, die du, wenn es gut läuft, für rund 100 Euro bekommst. Die haben wir auch. Wo haben wir die eigentlich? Irgendwo in dem Katakomben, ich habe keine Ahnung. Ja, da seht ihr mal Werkstatt live hier aus dem Zentrum der guten Laune. Wir haben die GKS 190, aber wir wissen gerade nicht, wo sie ist. Wir müssen mal gucken, vielleicht geht auch die GKS 190 klar über den Tisch hier. Ne? Aber was nicht über den Tisch geht, ist das Bosch GAL 18V160C. 160 steht für den maximalen Ladestrom. Wir können nämlich hier mit 16 Ampere reinballern in die Akkus maximal. Dieses Gerät habe ich euch schon mal gezeigt, erstmalig als Prototyp auf der Bau in München. Dann haben wir euch das Gerät auch schon mal vorgestellt von den Funktionen. Wir haben, glaube ich, auch die Ladezeiten gemessen. Und das hat so ein paar schöne Funktionen. Mhm. Es kann, wie gesagt, erstmal sehr schnell laden. Es hat aber auch verschiedene Lademodi. Zum Beispiel einen zum Einlagern. Dann werden die Akkus so auf 50% gelagert. Und dann gibt es einen Modus, wo Akkus sehr schonend geladen werden. Die werden dann, glaube ich, auf 80-90% der Kapazität geladen. Auch relativ langsam. Das heißt, für eine lange Lebensdauer, wenn du gar nicht eine schnelle Ladung brauchst. Und wenn du eine schnelle Ladung brauchst, wenn du es wirklich drängt auf der Baustelle, dann kannst du hier Power Boost drücken und dann lädt das Ding wirklich mit 16 Ampere, wenn der Akku das zulässt. Passend zu den neuen ProCore-Akkus haben wir dann auch eine fünfstellige Ladezustandsanzeige. Und du kannst es auch entgegen den alten Ladegeräten problemlos hier an der Wand aufhängen. Was ich gut finde, ist auf der einen Seite die Konfigurationsmöglichkeiten über die App. Mhm. Aber was ich nicht gut finde, ist eigentlich, dass dann wieder gesagt wird, okay, du kannst das dann nur über die App steuern. Denn gerade der Wechsel zwischen Schnellladen und zwischen dem schonenden Laden kann ich hier eben mal über eine Taste nicht machen. Und warum macht man hier nicht zwei, drei Tasten noch mehr, wo man sagt, okay, Schonladen, Schnellladen, Erhaltungsladen oder Lagerspannung oder sowas. Das wäre so einfach und ich glaube, damit schreckt man auch viele Leute ab. Das Gerät fällt mit rund 100 Euro hier in unsere Kategorie, aber hat dann noch nicht die Konnektivität. Denn für die Konnektivität brauchst du diesen Chip, der kostet nochmal so um die 30 Euro und dann kannst du auch die anderen Lademodi freischalten. Ich finde das gut, dass man mehr Möglichkeiten hat durch eine App, aber ich finde es immer blöd, wenn das jetzt dann reduziert ist auf die App. Ich finde es so schön, auch beim Auto, wenn man nicht alles über Touchscreen machen muss, sondern einfach zum Beispiel die Sitzheizung einfach einen Knopf hat. Ne? Aber wenn ihr jetzt im Bosch-Akkusystem zu Hause seid und wollt ihr Top of the Pops vom Ladegerät her, dann ist das der Kandidat eurer Wahl. Wenn wir schon bei 18 Volt sind, dann gehen wir jetzt mal auf 12 Volt. Denn das Bosch 12 Volt Ökosystem bietet eine Menge schöner Sachen. Du bekommst natürlich den GSR 12V15 Solo absolut für unter 100 Euro. Wir hatten euch ja im Black Friday Deal auch das Set mit Akkus, mit Zubehör, mit Tasche für 83 Euro gezeigt. Das war wirklich ein Hammerpreis. Du bekommst aber auch je nach Angebotslage hier diese kleine GKS. Das ist die GKS 12V76. 76 steht für den Sägeblattdurchmesser. Ein schönes Gerät, vor allen Dingen kannst du das auch mit einer Führungsschiene kombinieren. Das ist ja so ein bisschen so ja, eine handliche Säge, um eben was abzulenken. Und das ist halt auch wirklich schön, dass man auch wirklich auch die Führungsschienen, die ja schon vorhanden sind von Bosch, auch wirklich da auf der Maschine auch wieder benutzen kann. Dann GWS 12V76, auch bürstenloser Motor. Hier die Scheibe, die könnten wir mal ein bisschen erneuern, die ist schon ein bisschen kleiner geworden. Aber ja, hiermit kannst du auch alles Mögliche ablenken, Rohre, Kunststoffrohre, klar, mal eben ein Blech schneiden. Auch ein schönes Werkzeug. Und da kommen wir wieder zu meinem legendären André-Werkzeugkoffer. Denn wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist und du brauchst irgendwie ein bisschen, musst was schneiden, das Ding passt hier rein. Ein richtiger Winkelschleifer wird dann schon wieder ein bisschen kompliziert. Ne? Und wenn du eine Akkustichsäge haben möchtest im 12-Volt-System, dann können wir dir das Ding hier empfehlen. Du hast sogar schon einen Pendelhub, haben wir dann eben Akku und auch das SDS
System zum Sägeblattwechsel. Kannst die Hubzahl hier einstellen, also letztendlich die Geschwindigkeit. Und die Grundplatte kann man auch verstellen für Gehrungsschnitte. Sehr handlich. Leistungsmäßig, wenn du die 18-Volt-Version kennst, dann ist hier schon etwas langsamer, aber ist, finde ich, schönes Teil. Das Chatskin haben wir letztes Jahr auch schon mal vorgestellt bei unseren Top 10 Werkzeugen. Ja, immer wieder sehr, sehr beliebtes Werkzeug hier bei uns. Ich habe letztens noch meine neuen Reifen aufgezogen, also Winterreifen aufgezogen. Und das ist halt ideal, ne? Machst die Winterschleifen jetzt in diesem Fall drauf, gehst anschließend wieder hin, guckst halt Luftdruck, ja okay, passt, passt nicht. Eben schnell nachsetzen, der Akku hält wirklich super lange. Und ja, ist klein, kompakt. Auch wo wir letztens zur Messe gefahren sind, habe ich es einfach auch nochmal mit eingepackt. Man weiß ja nie, was kommt. Von daher echt super Werkzeug. Du hast ein schönes großes Display, du kannst alles super ablesen. Ist beleuchtet das Display? Ist beleuchtet, ja. Du stellst deinen Druck ein, keine Ahnung, 4 Bar. Dabei 4 Bar macht er dann auch den Cup. Du musst halt nicht die ganze Zeit oft auf das Display draufschauen und halt nachkontrollieren, sondern er macht's. Und ja, du hast so einen schönen Nylonschlauch. Du hast hinten auch so noch ein bisschen, Zubehör. Ne, mal für Ballnadel. Dann für den Luftmatratze. Und dann hast du nochmal einen Adapter für Fahrradventil, auf Dunlop. Und ja, macht einen schlanken Fuß, kostet 100 Euro, ist ein super Teil auch für den Haushalt, weil du auch gerade Sachen machen kannst, wie ein Ball aufpumpen, Fahrrad aufpumpen. Ne, das ist halt so ein kleines Helferchen für zu Hause. Das werden vielleicht viele von euch schon gesehen haben in Autowaschanlagen, die auch so Innenreinigung machen. Oh. Viele vielleicht auch nicht. Das ist ein Tornador. Abgefahrenes Teil. Du hast hier erstmal einen Druckluftanschluss und hier hast du einen Behälter für Reinigungsflüssigkeit. Also einfach Wasser mit ein bisschen Reiniger drin. Okay, ja. Und dann ist hier vorne quasi eine Düse. Und wenn du jetzt hier den Abzug betätigst und hast Druckluft drauf, dann dreht die sich super, super schnell. Mhm. Und du hast quasi so ein, wie so ein Dreckfräser beim Hochdruckreiniger oder auch das System bei einem Schlagschrauber, dass du so einen Impuls hast. Und wir benutzen das, wenn wir zum Beispiel unsere Autos reinigen nach einem Dreh im Steinbruch oder so. Da kannst du die Teppiche, du kannst auch die Lüftungsdüsen, was weiß ich. Das Ding kann wirklich süchtig machen, weil das, auch wenn du den Dachhimmel hast oder so, und der ist so ein bisschen grau, was du erst gar nicht siehst, damit gehst du da drüber, da ist das Ding wieder total blitzsauber. Und hier habe ich quasi die volle Ausbaustufe, denn hier kannst du noch einen Staubsauger anschließen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Fußmatten hast oder so und du gibst diesen Sprühnebel da rein, wird er direkt abgesaugt. Okay. Ist mega. Das Ding kostet schon über 100 Euro, aber die Basisversion kostet noch unter 100 Euro. Wenn ihr dafür Bedarf habt, öfter mal im Auto was sauber macht. Jetzt ist ja in der Werkstatt nicht unbedingt wie beim Auto, dass man mit Teppichen sitzen oder was weiß ich zu tun hat oder ein Dachhimmel. Aber du kannst das Ding natürlich auch einfach trocken nutzen. Das heißt, du machst nur mit Luft und dann ist es auch eventuell in der Werkstatt, wenn du mal Maschinen sauber bläst, eine Alternative. Ne? Könnte man vielleicht mal ausprobieren, ja. Ja, und genauso im Thema Reinigung habe ich mir überlegt, den kleinen Zwerg hier, den zeigen wir euch auch mal. Ich habe das Ding total unterschätzt. Unsere Putzfrau hier im Büro, die umarmt mich jedes Mal, wenn sie damit arbeiten darf. Das ist ein Fensterreiniger von Kärcher. Im Set ist so eine Sprühflasche, da machst du halt die Fenster nass. Dann wischst du noch etwas und dann saugst du das hier mit ab. Und hier ist an der Gummilippe quasi so ein Sauger. Das Wasser landet hier in dem Tank, ist ein Akku drin, hält auch einigermaßen. Und die Fenster werden wirklich hart streifenfrei. Also da ist jeder von begeistert, der das Ding bisher genutzt hat. Und liegt so um die 50 Euro. Ja. Und wenn ihr diejenigen seid, die selber Fenster putzen, gönnt euch das. Oder wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht Fenster putzen muss, da könnt ihr ihm damit eine Freude machen. Ja, und für die Holzfraktion nochmal. Ich bin ja auch sehr, sehr viel in Holz unterwegs, mache ein bisschen Möbelbau etc. Hobbymäßig ganz gerne ist hier so ein ENT-Set, 12-teilige Fräser für die Oberfräse, 8 mm Schaft. Und da hast du verschiedene Variationen. Du hast einmal natürlich so einen Nutenfräser, drei Größen. Dann hast du einen Bündigfräser, also mit einem Anlaufring wie hier. Damit kannst du halt Überstände halt wieder planfräsen zu deiner Bezugskante, die ja über den Anlaufring dann läuft. Dann hast du zum Beispiel zum Phasen. Und das sind auch schon auch die Fräser, die ich auch schon sehr, sehr empfehle, die man auch immer sehr häufig braucht. Aber nichtsdestotrotz brauchst du manchmal auch einen Abrundungsfräser, dann vielleicht mal hier und da ein kleines Profil fräsen möchtest, wie auch immer. Und ja, hast du 12-teilig, bist du bei 110, aber ist ja auch ein bisschen drüber. Aber die machen echt lange, lange mit. Wir haben die auch hier schon viel, viel benutzt. Und Standzeit, würde ich sagen, ist schon sehr, sehr gut. Ja. Gerade auch, wir machen ja viel mit Multiplex, ich mache viel mit Multiplex Eiche. Von daher passt es echt. Bin sehr, 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 sehr zufrieden damit. Ich finde, mein Eindruck ist eigentlich, dass die so ein bisschen billig aussehen mit dieser Lackierung. Also, aber wir sind generell zufrieden. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein schönes Werkzeug, weil es auch ein feines Werkzeug ist.
Und genau wie auch ein ordentlicher Bohrersatz, das braucht man einfach, weil dadurch macht das Arbeiten auch erst wirklich Spaß, weil da ist halt Qualität entscheidend und wenn du dich halt immer abmühen musst und das fängt an zu qualmen, und, boah, nee. Und Bohrer gibt es ja auch noch. Und zwar empfehlen wir euch dann das ENT-Bohrer-Set. Da sind deutlich mehr Bohrer drin, bis 13 mm und wir haben Zwischengrößen. Das heißt, wir haben nicht 13, 12, sondern wir haben zum Beispiel auch 12,5. Ja. Diese Zwischengrößen können manchmal durchaus Sinn machen, wenn man zum Beispiel bestimmte Bauteile hat, irgendwas baut und man braucht ein bisschen mehr Freigängigkeit, ein bisschen mehr Spiel, ja. Dann kannst du das über diese Zwischengrößen dir entsprechend holen. Im Thema Handwerkzeug haben wir noch hier von Vera so Sets. Das finde ich ein ganz interessantes Konzept. Vera hat ja schöne Werkzeuge und dann sagen die Kollegen sich, wir gucken einfach mal anwendungsspezifisch, was derjenige brauchen kann. Und dann gibt es zum Beispiel ein Wartungsset. Da ist erstmal hier so ein Bithalter, VDE mit Schraubendrehergriff. Und dann hast du hier verschiedenste Einsätze. Sogar auch Torx. Genau, sogar Torx, Schlitz, Kreuz natürlich und es ist alles VDE zertifiziert. Es fällt noch auf, dass die Spitzen hier relativ schmal sind. Also wenn du wirklich mal durch enge Öffnungen oder so musst, dann haben wir hier eine Zyklopknarre. Die Zyklopknarre hatten wir euch auch schon mal gezeigt, hat halt den Vorteil, zum Beispiel das so stellen, dann kann ich ähnlich wie ein Schraubendreher arbeiten mit der Nuss. Macht also definitiv einen schlanken Fuß. Dann habe ich hier Nüsse von 5,5 bis 13 mm, nicht durchgehend. Auch das Farbkodierungssystem von Vera. Und als Beispiel, ich habe hier einen Maulschlüssel von Vera. Jetzt hier kein Ratschenschlüssel an der einen Seite. 10 und 13, also auch gängige Größen. Und jetzt sehe ich hier, 13 ist grün und die Nuss ist eben auch grün. Das heißt, ich brauche jetzt nicht nach der Nummer suchen. Ich sehe, okay, ich brauche einen 10er. 10 ist gelb. Zack, habe ich den. Und diese Aufbewahrung ist ganz interessant. Ich kann das jetzt so nicht einfach abklipsen, sondern ich drehe das Ganze und dann kann ich es einfach abziehen. Ja. Geniales Prinzip aus meiner Sicht. Dann habe ich hier auch noch ein paar Standard-Bits mit einem Bithalter. Dann habe ich hier noch den quasi einen Rabidaptor. Bithalter, aber mit 1/4 Zoll, das heißt für die Knarre. Für die normale Sechskantaufnahme habe ich hier nur einen Standard-Bithalter. Da hätte ich es noch schön gefunden, wenn man auch den hier in der besseren Version gehabt hätte. Phasenprüfer habe ich noch und last but not least diesen kleinen Burschen. Wenn du nämlich jetzt eine Schraube eindrehen möchtest, dann kannst du das hier mit diesem Halter so machen. Jetzt kannst du schön in Ruhe die Schraube eindrehen und wenn die Schraube dann fest ist, ziehst du es ab. Wunderbar. Finde ich gut. Clevere Sache, wenn du es nicht brauchst, kannst du es einfach abziehen. Und auch die sind übrigens hier arretiert. Wenn du sie rausnehmen willst, drückst du hier, zack, geht das raus. Ja, wir haben hier noch diese schöne Tasche und auch schön, dass man hier nochmal zeigt, was man damit machen kann. Man kann also Zahnräder bauen, Häuser bauen, Waschmaschinen reparieren und Leute aus Aufzügen befreien. Ne? Meinen die wahrscheinlich, ne? Ja. Deswegen ist es auch rot quasi für Feuerwehr. Ach so, ja cool. Was ist das eigentlich hier, Klett? Das ist ganz interessant, da hast du immer das Filmstück. Und jetzt kannst du zum Beispiel sagen, wenn du das zum Beispiel Wartungstest oder für den guten Haushalt, hast du eine Abstellkammer, kannst du das Klettding zum Beispiel an die Wand kletten, ja. Oder kleben. Ja. Und dann kannst du das halt immer da dran kletten. So. Oder vielleicht auch im Werkzeugkoffer irgendwo. Oder im Werkzeugkoffer oder ja. In der Werkzeugwand, wie auch immer, wo ja. Du auch immer Platz haben möchtest. Ja. Ja. Oder im Kfz. Kannst du natürlich auch machen. Ja. Hier gibt es noch das nächste Wartungsset. Und jetzt gucken wir mal wieder hier, was da drauf steht. Und siehe da, Holz. Eine Holzbohle. Das heißt Holz. Alles, was du mit Holz machen kannst. Und da frage ich mich natürlich mal in meiner bescheidenen Intelligenz, was macht der Phasenprüfer im Holzset? Ich denke einfach, das ist ein Schraubendreher, dass da jetzt noch ein Phasenprüfer mit drin ist. So what? Ansonsten, ähnlich wie das Wartungsset, auch hier Nüsse, Sechskant, wieder 5,5 bis 13, allerdings auch nicht durchgehend. Hier haben wir ein paar weniger. Hier haben wir das auch noch eingestickt, die Nussgrößen. Allerdings, merkwürdigerweise, ist das hier nicht mit diesem genialen Verriegelungssystem. Das heißt, einfach nach oben ziehen und gut ist. Wir haben auch hier wieder unseren Schraubenhalter, unsere Einführungshilfe. Einführungshilfe? Dann haben wir einen Bithalter mit dem Kraftform Schraubendrehergriff. So ein Ding habe ich zum Beispiel auch in meinem Koffer da drin, denn du kannst halt aus jedem Bit dann nochmal einen ordentlichen Schraubendreher machen. Mit einer Ratschenfunktion, links, rechts oder halt die Sperre. Dann haben wir hier reichlich Auswahl an Spitzen. Auch entsprechend lang, recht schmal, was auch vorteilhaft sein kann. Mit dem entsprechenden Bithalter hier auch einfach verriegelt. Bombenfest, kann ich einhändig lösen. Sehr gut. Wunderbar, kennt man. Weil wir ja hier im Thema Holz sind, habe ich hier auch noch Holzbohrer.
in Größen von 3 bis 8 mm. Hier auch mit dem Sechskant, das heißt, ich könnte die auch direkt in den Bithalter machen. Kann sie natürlich aber auch ins Bohrfutter einspannen. Dann haben wir noch diese kleine Knarre hier, die kennt ihr auch aus dem Vera Toolcheck. Schönes Ding. Liebe ich. Dann gibt es noch eine kleine Ratschenverlängerung. Da musst du allerdings dann mit dem Viertelzoll-Adapter arbeiten. Und dementsprechend kannst du natürlich die Verlängerung auch noch mit dem Kollegen hier benutzen. Also ja, du bist schon relativ gut ausgestattet. Ich habe erst mich gefragt, warum ausgerechnet Holz? Was macht es jetzt zum Holz-Set und die Bohrer? Beide Sets liegen um 100 Euro, ja. Plus minus ein paar Euro. Finde ich ein schönes Geschenk. Glaube, freut sich jeder drüber. Klar. Und wie gesagt, nochmal der wichtige Warnhinweis, falls ihr jetzt akute Entzugserscheinungen bei euch merkt, ihr könnt und dürft euch selber beschenken. Ne? Das ist ja, glaube ich, seit Januar letzten Jahres ist das ja erlaubt. Mhm, ne? Richtig. Da gab es ja diese Gesetzesnovelle. Dann haben wir hier noch einen Knarrenkasten von KS Tools. Und den gibt es immer mal wieder auch in guten Angeboten, teilweise unter 80 Euro. Der Knarrenkasten, würde ich sagen, ist für sein Geld vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut, weil unheimlich viel drin ist. Wir haben hier im Prinzip drei Knarren mit entsprechenden Aufsätzen. Wir haben ein Viertelzoll, Halbzoll und Dreiviertelzoll. Man muss dazu sagen, ihr bekommt aus meiner Sicht für diesen Kurs nicht High-End-Werkzeug. Das kann auch gar nicht. Denn wenn man mal den Preis durch die Anzahl der Teile teilt, dann merkst du, da muss irgendwo gespart werden. Ich habe diesen Knarrenkasten, um den einfach in der Garage zu haben, wenn ich dort mal was brauche. Es gibt zum Beispiel von Gedore auch eine Budget-Marke, ein Budget-Label Gedore Red. Und da sieht mir das Werkzeug schon sehr ähnlich aus. Und wir haben nochmal in unseren günstigen Werkzeugwagen geschaut. Der kostet so um die 400 Euro, verlinke ich euch mal unten. Und wenn ich da die Knarre anschaue, dann ist diese zwar gekröpft, aber sonst vom System sieht die sehr ähnlich aus wie das, was hier verbaut ist. Und ja, das kommt halt aus Fernost, das Werkzeug. Das ist, guck mal hier, ne? Wackelt deine auch? Noch nicht ganz so stark. Nee. So, hier seht ihr mal günstiges Werkzeug und wirklich Qualitätswerkzeug. Das ist jetzt Stahlwille, 32er Nuss. Da siehst du schon von der Verarbeitung und allem, ne? Hier siehst du auch, dass die Nüsse wirklich gleich sind, würde ich mal sagen. Mhm. Ne? Absolut. Das ist nahezu baugleich. Und auch das Umschaltverhalten hier, der Knarre, ist schon eine andere Liga. Hier steht auch Made in Germany drauf. Also wenn du das mal im Vergleich siehst, dann tut das auch nicht mehr weh, dass du hierfür mehr Geld bezahlt hast. Ne? Aber wenn du sagst, unter 100 Euro, du willst einfach mal ein Set haben, you get what you pay for, aber nochmal für 80 Euro finde ich, ja. Ne? Das ist schon in Ordnung. Aber gerade was man da Auswahl hat, groß, du hast eine große Knarre, du hast eine kleine Knarre. Ich hätte schon fast gesagt, wäre was für einen Haushalt, aber beim Haushalt würde ich dann sagen, okay, da fehlt noch hier und da was. Da wäre der Proxon-Koffer schon ein bisschen besser was. Wenn du irgendwie eine Freundin hast, sagst du, okay, du hast nichts an Werkzeug, du brauchst aber was. Oder hast eine Tochter, sagst du, okay, ich ziehe jetzt aus. Und du brauchst aber Werkzeug, damit du irgendwas hast. Da ist der Proxon-Koffer schon ein bisschen besser aufgestellt, weil du hast auch einen Hammer, Wasserpumpenzange, Seitenschneider und ja, sowas ja. Alles. Wäre das hier auch noch mit drin, wenn du gesagt hättest, wäre das ein gutes, eine coole Kombi. Aber jetzt hast du so viele Nüsse, das ist ja eigentlich für den Haushalt schon eigentlich mehr über. Ja. Und, den Proxon verlinken wir euch auch nochmal. Den kennt ihr wahrscheinlich auch, weil der ist auch relativ beliebt. Aber ja, Preis-Leistung passt dabei. Ich glaube, ja, ich habe den Proxon sogar auch mal für um die 100 Euro gekriegt. Mhm. Oder 100, 120 oder so. Und dafür geht es, weil da zum Beispiel auch Knipex-Zangen drin sind. Ne? Also da ist kein Billigkram drin. Nee. So, wenn ihr eine Ratsche habt, dann habt ihr eventuell einen Drehmomentschlüssel. Die sind dann etwas größer, aber wir haben hier was Schönes aufgetan. Drehmomentschlüssel, die etwas kompakter sind. Ne? Und natürlich geht es hier nicht um Radschrauben andrehen, sondern hier zum Beispiel kannst du Drehmomente von 4 bis 8 Newtonmeter einstellen. Und das ist ja so in den entsprechenden kleinen Verschraubungen eine gängige Größe, zum Beispiel beim Motorrad. Einstellen des Drehmoments sieht man erstmal nichts, aber Obacht, hier ist ein Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel kannst du das Drehmoment jetzt vorwählen. Und dann siehst du jetzt hier die Skalierung. Ich hätte jetzt zum Beispiel 4,8 Newtonmeter eingestellt. Und wenn das mein Anzugsdrehmoment ist, dann kann ich jetzt hier loslegen, ohne die Schrauben oder Gewinde kaputt zu machen. Sieht unscheinbar aus, preislich schon ambitioniert. Ja, 80 Euro ist schon ein guter Preis. Genau, aber es liegt wie immer schön in der Hand. Ich mag diesen Pistolengriff auch sehr gerne, muss ja, ich sagen. Ja, ja.
Auch jetzt auch, es gibt auch eine Version ohne Drehmomentschlüssel, auch eine mit Ratschenversion. Also das ist fürs Handling nochmal wieder was ganz anderes. Ist ja genau wie bei dieser Zange von Viha, die wir letztes Mal gezeigt haben. Das ist ja schon, das sieht erstmal ulkig aus, aber wenn man dann damit arbeitet, merkt man, okay, das ist ja dann doch schon was ganz anderes. Genau wie die von Viha, dieser Quergriff. Das geht ja in ähnliche Richtung, ja nicht ganz, aber man hat ein ganz anderes Kraftmoment, hat man da ja auch und eine ganz andere Führungssache. Und schon ein sehr schönes Werkzeug. Und jetzt noch mit der Option, dass man sogar noch Drehmomente machen kann. Wer das braucht, vielleicht auch für die Fahrradleute, ich glaube, die auch Rennräder und sowas machen. Genau. Die haben dann auch hier und da auch mal entsprechende Drehmomente, die auch in dieser Toleranz liegen. Von der super schönes Werkzeug. Es gibt von Viha auch zum Beispiel ein Fahrradset. Also gerade für Leute, die viel am Fahrrad schrauben, auch mit dem Drehmomentschlüssel, verlinke ich euch unten nochmal. Den haben wir jetzt nicht hier. Aber ich nutze sowas auch ganz gerne am Motorrad, weil da hast du auch oft Aluminium. Ja. Und dann ist das ärgerlich, wenn man dann zu fest anknallt und dann ist die Schraube ab oder das Gewinde ist kaputt. Eine Alternative im Drehmomentbereich haben wir hier von Viha. Das sieht schon wieder so ein bisschen aus wie ein komplettes Set. Natürlich in so einem schönen Blechkästchen. Preislich liegen wir hier wo? Ich glaube, bei irgendwie auch wieder 75, 80 Euro, also ähnlich wie der Viha. Ja, bloß kriegst hier noch so ein schönes Case dazu. Ja. Hier ist es ganz interessant. Erstmal auch wieder ein Bithalter quasi. Sieht aus wie ein Schraubendreher. Du hast die Drehmomentanzeige hier vorne auf der Anzeige richtig. Du hast eine richtige Skala. Der Drehmomentbereich ist von 0,8 bis 5 Newtonmeter, also nicht bis 8 wie beim Viha. Und das Drehmoment verstellst du, indem du mit diesem kleinen Kollegen hier reingehst. Und dann kannst du das einstellen. Und dann kannst du das hier einstellen und das wird hier quasi wirklich auch direkt in der Skala gezeigt. Aber jetzt könnte man denken, man steckt die Bits direkt hier rein. Nein, man muss dieses Gerät hier einführen. Jetzt macht's Klick und jetzt kannst du hier loslegen mit allen Drehmomenten dieser Welt. Fast bis 5 Newtonmeter. Ja, mach dann auch Klick und dann ist das Drehmoment perfekt. Was ich hier ein bisschen besser als beim Viha finde, ist, wenn du wirklich eine Schraube andrehst, dass du wirklich das Drehen der Schraube hier ein bisschen fluffiger hast als bei dem Viha. Ne? Hier würdest du nicht das komplette Gewinde wahrscheinlich eindrehen. Eine Alternative, wenn euch das stört, ist noch der Kollege hier von Proxon. Da hast du allerdings eine Viertelzoll-Aufnahme. Also hier kannst du quasi direkt mit Nüssen arbeiten oder wenn du mit Bits arbeiten wolltest, müsstest du das mit dem Adapter machen. Aber da ist es auch recht einfach. Du ziehst es hier, dann stellst du es ein. Du hast hier die Einergrößen und hier hast du dann die Zwischengrößen, kannst du hier ablesen. Du bist hier ähnlich unterwegs, so bis 5 Newtonmeter. Dann haben wir nochmal einen Akkuschrauber. Aber wir müssten ein bisschen schummeln, weil wir haben geguckt, was kriegst du denn für unter 100 Euro an Akkuschraubern? Du bekommst einen Einhell, nicht diesen, sondern ein anderes Modell, was wir euch unten verlinken. Und Einhell ist ja eigentlich so eine Budget-Marke, aber hat bei uns eigentlich immer ganz gut performt. Also finde ich auch, und auch das Portfolio wächst ja auch immer stärker und wird immer mehr. Und von der Qualität her ist es schon sehr, sehr gut. Ja, also kann man durchaus mit leben, würde ich sagen. 18-Volt-System bei Einhell ist auch ein relativ umfangreiches Ökosystem. Haben auch eine Kettensäge, die haben wir sogar da und auch Gartengräte, Heckenschere. Es gibt einen Staubsauger mittlerweile und für unter 100 Euro bekommt ihr dann schon einen Akkuschrauber im Set mit Akkuladegerät und einem Koffer. Im 18-Volt-Betrieb. Aber kommen wir mal zu diesem Highlight hier. Ne? Ja. Das hat ja eigentlich so mit Werkzeug nichts zu tun, aber mit Heimwerkergeschenk-Idee. Und wir wissen ja über die YouTube-Statistik, dass ich glaube derzeit irgendwie 93-94% der Zuschauer männlichen Geschlechts sind. Und den Männern wird ja nachgesagt, dass sie auch so mit Autos ein bisschen gerne mal sich beschäftigen. Und da haben wir hier einen Motor. Und jetzt könnt ihr mal kurz überlegen, was das für ein Fabrikat ist. Wusstest du vorher genau, wie ein Motor funktioniert? Nee, Glockenwelle und so? Nein, das nicht. Und das ist auch das Schöne daran. Also ich bin halt kein Schrauber, ich hab nie einen Mofa geschraubt, auch einen Roller, jetzt an meinem Auto halt auch nicht. Was ich zum Nachteil fand, die Anleitung war nur auf Englisch, ich weiß nicht, ob es auch nur Deutsche für gibt. Aber nichtsdestotrotz kriegt man erstmal so mit, welche Einzelteile alle in so einem Motor drin sind und mit was für eine Funktion das auch zu tun hat. Gerade auch die Passgenauigkeit ist auch sehr gut. War gut. War wirklich gut, weil das ist auch wieder so eine Sache, die auch einen sehr, sehr stark frustrieren kann. Ich habe mal so billige Revell-Modelle gehabt, kennst du das? Oh ja, ja, klar. Und da war es halt auch so, da war Passgenauigkeit nichts und das frustriert halt. Ja. Und das habe ich mir gedacht, boah, wie ist das denn da bei dem Modell? Wirklich ein schöner Motor, schönes Modell, was man sich auch nachher irgendwo hinstellen kann, was ja dann noch Funktionen hat wie Sound und Licht.
Und ja, du kriegst halt echt mit, was ein Motor ist und wie das so ein bisschen funktioniert. Die Ventile, ne? Ventile. Mit der Nockenwelle und so, die arbeiten auch richtig, ne? Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, das zusammenzubauen. Und ich denke auch einfach, wenn man vielleicht auch seinen Knaben oder seiner Tochter noch mit dazu nimmt und das einfach zusammen macht, ist es vielleicht noch ein schöneres Erlebnis und macht dann auch noch mehr Spaß. Oder mit der Frau oder Freundin. Oder komm, Schatz, ich zeige dir jetzt mal, wie ein Motor funktioniert. Ich glaube, da sind die total begeistert. Ich glaube auch. Also, was ich ein bisschen krass fand, es wird gesagt, dass man auch hier Sound hat. Und es dreht sich halt. Da sind Batterien drin und jetzt kannst du hier auf den Knopf drücken. Man hört mehr die Mechanik des eigenen Motors und das, was aus diesem Soundmodul kommt, da würde ich im Leben nie sagen, dass das ein luftgekühlter Porsche Sechszylinder-Boxer ist. Nie im Leben. Das hörte sich an wie, was weiß ich, irgendwie, ich habe gedacht, so eine Dampflok oder so. Ja, ja. Vielleicht haben die Kollegen da in China auch irgendwie sich vertan, haben das Soundmodul aus der Modelleisenbahn da reingebaut. Dieser Bausatz kostet auch rund 100 Euro. Ich habe sogar deutlich weniger bezahlt. Ich hatte den mal im Angebot gekauft. Oh, okay. Und ja, Bauzeit so 3 bis 5 Stunden, würde ich mal sagen, wenn du dir ein bisschen... Ja, also ich habe jetzt ja schon 3,5 Stunden habe ich schon gebraucht. Ja. Aber beschenken ist ja das Thema, wir könnten eigentlich was verlosen, ne? Stimmt, das haben die letzten Jahre gar nicht gemacht. Genau, wurde auch direkt, gab es Beschwerden. In diesem Sinne würde ich sagen, das hauen wir raus hier für euch, ne? Als kleine Gönnung. Ja. Und was müsst ihr tun? Ja, unter dem Hashtag Geschenkidee sollt ihr jetzt mal kommentieren unter dem Video, was hier euer Favorit wäre. Ne? Schreibt uns gerne auch nochmal, ob ihr sowas auch cool findet, weil es ist natürlich kein direktes Werkzeug, aber es macht uns auch unheimlich Spaß und wir wollen ja gemeinsam mit euch Spaß haben. Ne? Und wenn es uns Spaß macht, ne? Gibt doch hier, ist die Katze gesund, freut sich der Mensch, ne? Ja, irgendwie sowas. So ungefähr. Ist der Leser und der Brockschmidt gesund, freut sich der Zuschauer. In diesem Sinne, ne? Bleibt uns treu und denkt dran, in der nächsten Folge geht es bis 200 Euro. In diesem Sinne, tschüss und bis dann. Was hast du für einen Code 000? 007. Achso. Ja, ich stehe auch auf Gummi, aber ich finde Holz auch geiler. Aber ich damit sehr, sehr gerne. Und gerade wenn du hart drücken musst, wenn du schon einen starken Draht hast. Wann musst du denn immer hart drücken? Ich hart drücken? Immer auf den Boiler, jeden Morgen. Und Läufe aus Auszügen. und Leute aus Auszügen. Scheiße, ey.